So, meine Damen und Herren, am heutigen Tag ist es endlich mal wieder soweit. Wir haben ein Best-of-Paluten-Stimmenverzerrer. Das bedeutet, ihr könnt euch auf ziemlich viele komische Situationen gefasst machen. Leute, das Video ist vom Best-of-Paluten. Lasst gerne ein Abo da. Lasst ein Like da und gucken wir mal an, was der komische, dumme Junge aus dem Internet hier wieder labert. Zu viele Kräfte. Unfassbar. Nicht weit. Mama, was ist denn mit dem los? Ja, gut, ich bin manchmal ein bisschen komisch. Vor allem dieser Stimme, ich kenne diese meisten Szenen, kenne ich ja, weil ich habe sie selber durchlebt, aber dann sozusagen nochmal mit diesem Stimmenverzerrer und wenn mein Gesicht so komisch aussieht, also es sieht nicht im Real Life so komisch aus, oder? Achso, kurz zur Erklärung übrigens, warum ich immer so leidenschaftlich dieses Video hier singe, dieses Lied. Das war mal mein altes Intro von Beatery. Nostalgische Gefühle auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, wir haben am heutigen Tag eine monumentale Aufgabe. Wir müssen nämlich eine Brücke für ein Zeppelin bauen. Und dann muss er mit der Hydraulik das nach oben schieben. Das wird natürlich die große... Ich war selten so stolz wie in dieser Folge. Junge, diese Brücke hat so gut funktioniert. Das war halt diese Parkhausbrücke. Das ist noch der Anfang. Junge, irgendwann ist sie so... Frage sein, ob er das kann. War geil. Yeah. Oh. Das war wirklich geil. Geht noch oben. Als ob. Glaub mal. Es muss ja ein bisschen schwingen. Aber die dürfen hier nicht sein, weil sonst cruncht es. Das darf ich doch machen. Das muss jetzt wie eine Art Kran oder so sein. Hier darf ich doch auch wieder. Das darf ich. Speziellen Geruch. Was für ein? Ein Gut? Ich sag Scheiße. Ja, nicht unwahrscheinlich. Ich sehe hier. Heute übrigens, glücklicherweise, wieder Aufnahmetermin mit German Let's Play für eine weitere Runde Wobbly Life. Da freue ich mich schon drauf. Falls ihr ein paar Tipps und Tricks habt, was wir in der Folge Wobbly Life so machen können, schreibt sie hier gerne in die Kommentare. Oh, ja, warte. Wenn dieses Video online ist, dann haben wir es vielleicht schon auf. Aber dann habe ich Tipps für die nächste Runde. Also haut mal gerne rein. Ich finde, vielleicht auch wieder, hoffentlich gibt es bald ein neues Update. Aber wir haben noch diesen Maya-Tempel. Da möchte ich unbedingt mal rein. Hier rechts kein Ziel. Wenn jetzt hier erstmal. Sag mal, ich bin. Ah, Paletto. Da labert er wieder die ganze Zeit und passt nicht. Ich gehe hier und ich gehe nach unten, Leute. Ich gehe in die stille Ecke. Hier so richtig reingequetscht. Hier störe ich auch niemanden. Ich kann's nicht. Ich sehe einfach aus wie ein Alien. Guck mal da. Wenn ich jetzt noch grün wäre. Junge, ich würde straight up wie ein Alien aussehen. Ich sag's euch. Grüße. Grüße von C4879. Hier gibt's tolle Aliens. Gut aus. Ja, das ist hier, so wie ich sie auch gerne nenne, das ist die Krähenfuß-Taktik. Oh, ich habe 363, ist gar nicht so viel. Oh, ja, ich weiß, du hast über 1000. Ich habe 1500. Oh, meine Nase. Liebe Zuschauer, es tut uns leid. Wir machen es jetzt besser. Mir tut das überhaupt nicht leid, ne? Warum hält das denn nicht? Zu viele Kräfte. Ich habe auch einfach... oftmals gar keine Ahnung, was ich da eigentlich laber. Warum bricht denn das in sich zusammen? Let's go. Unfall. Und jetzt ab in den Bus. Und? Oh. Ja! Deswegen. Da habe ich das Rennen gegen Mendel gewonnen. Wie sonst was. Wow. Unfassbar. Ich weine. Warte, komm her. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht loser nennen. Nein, lass mich doch. Alter, was ist das hier auf dem Boden? Warte. Ich schleck dran. Schmeckt was schon. Ja, warte, ich räume jetzt hier erstmal den ganzen Müll weg. Oh, einfach mal 112.000. Ja, muss sich ja auch lohnen. Natürlich ein kleines Design. Diesmal nichts hässliches, okay? Ich glaube, man kann ihn so lassen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als die Brücken richtig einfach waren? Ja, das war so schön. Sag euch auch. Aber das sind jetzt so richtige Herausforderungen, ja, die schlauer sind als ich. Das muss ich auch sagen. Alter, und da würde ich gerne mal auf ein Konzert gehen. Hundi, wow, wow. Alter, einfach der Looping. Das war geil. Paulino, komm mal, ich muss dir was zeigen. Das war cool.
Jetzt habe ich dich. Was willst du denn letzte von mir? Letzte Tür. Kuscheln? Für die große, große Belohnung. Machst jetzt den Rest des Levels so. Okay. Vielleicht, wenn wir gleich das Level abhaben, oh, können wir mal der legendäre Puma-Simulator. Oder paaren. Ich weiß nicht, ob ich schon geschlechtsreif bin. Zack. Oh ja. Oh, wir sind nochmal gewachsen. Junge, dieses, eins gegen eins. Als ob, ich habe einen Bären erlegt. Junge, what? Junge, einfach einen Bären weggefressen. Der gab auch mega viele Erfahrungspunkte. Wer ist jetzt der König des Dschungels? Der Puma. Jetzt bin ich doch aber sehr attraktiv für das andere Geschlecht. Nein. Das macht gar keinen Sinn. Wir waren weder im Dschungel, noch haben wir irgendwie gegen so Löwen und so gekämpft. Da müssen wir das Ei hinbringen. Ich glaube, ja, das könnte sein. Das Ei liegt unten. Außer es wird resettet. Das heißt, die Spinne, die lebt nicht wirklich. Ja. Na, wie hast du dieses... Also, du musst ja ein absolutes Genie sein. Ja, bin ich auch. Traut man mir oftmals gar nicht zu, aber ich bin sehr intelligent. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich kann nur den Cessantas Tailgater auswählen. Aber ich nehme so eine Mülltüte als Mütze. Mit der fühle ich mich sehr verbunden. So, begib dich zu einem Mini-Paluten-Labor. Ja, oh, ich hoffe, ja, da werden viele Mini-Paluten. Komm, Mini-Paluten, komm her. Guten Tag, Ma'am. Da werden viele von dir Bäume platzieren. Ich würde Ihnen empfehlen, rauszugehen. Bitte. Oh, die Gegner sind weg. Hallo, ja. Bitte gehen Sie. Ja, gut, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Ja, aber, einfach nur Angst. Ja, aber sie soll ja nicht drinnen bleiben. Das ist doch nicht gut. Das stimmt, ja. Und jetzt wieder nach Hause? Ich denke schon. Wir werden das Dorf komplett leerräubern. Hallo, lieber Villager. Ich komme in Frieden. Ja, Allergie ist alles meins. Ich würde ganz gerne einmal das herstellen. Okay, das reicht. Ich muss ja sagen, so mit Controller Minecraft spielen, ich bin da nicht unbedingt der Beste drin. Ich bin da auch nicht so gelenkig. Das Mini-Paluten, die hat das sehr gut gefallen. Ich hätte die Dias nicht verbrannt. Reicht fürs Erste? Weil dann muss ich einmal ganz kurz ihr Haus abbauen. Also kurze Erklärung, da habe ich Minecraft das erste Mal auf der PlayStation 5 gespielt. War ganz geil, gebe ich gerne zu, aber Minecraft mit Maus und Tastatur, da bin ich einfach besser. Ich habe das einmal mit Smurf auf der Switch gespielt. Junge, da war ich so getiltet, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe und jeder hat mich weggeflext. Bauen. Ich komme in Frieden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe irgendwas gemacht. Ich mach's wieder aus. Hey. Ja, sorry. Warum habe ich da schon wieder Ärger mit Pitizel? Ich habe da nichts gemacht. Oh, nein. Das tut war das leid, Raketending. Sir. Ich wollte das nicht verbrennen. Kann ich rein? Nee. Was, wenn ich es wieder anmache? Das wird so viel schneller gehen, wenn mir jemand helfen würde. Ja, und das wäre wirklich viel einfacher. Stop messing around. Hör du doch auf, rumzuspielen. Oh, ja, mega mich nicht an, Alter. Gehört. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ich habe allerdings nichts, um mich zu verteidigen. Right, ist ja schließlich ein Speedrun. Da geht es ja um Schnelligkeit. Oh, ich habe eine Höhle. Ich wiederhole, Höhle. Das war's. Weltklasse. So, Mini-Paluten. Steck mich nicht wieder in die Ecke. Ja, jetzt gehst du wieder hier vorne hin. Wer ist denn der Typ da im Hintergrund? Mini-Paluten? Nein, das ist jemand anders. Schnell. Schluss. Outro.